Neue Folge von Frostpunk. Es ist immer noch kalt, aber nicht so kalt, wie es sein könnte. Hallo Dennis. Wir haben so wenig Leute, Fabian. Ja, aber in ein paar Tagen kommen neue dazu. Also, seien wir mal ehrlich, es kommen keine dazu, weil die Kinder alle abgestorben sind. Ja, wahrscheinlich schon, aber wir haben echt ein bisschen ein Problem, was ja, Arbeitskräfte angeht. Das war, weil wir vorhin eine Kohle, noch ein Diebstahl. Die Wachen könnten einen Teil... 91? Ja, ist ein bisschen viel. Das sollten sie auf jeden Fall zurückholen. Wachen gescheitert, scheiße. Einwohner ist gestorben? Einer unserer Wachleute wurde erschlagen, als die Londoner verfolgte. Alter, die werde ich sowas von alle umbringen. Diese scheiß 16 Wichser da, ja. Das ist ganz echt. Vor allem, die haben 91 Essen gestohlen, diese 16? Hm. Haben wir schon das Gefängnis gebaut? Wir haben einen, nee, haben wir nicht, aber er ist, wir sperrt ihn ein, können wir nicht machen. Lasst ihn gehen, er ist nicht der Mörder. Ach, wir können ihn nicht einsperren, weil wir das Gefängnis nicht haben. Ja, natürlich nicht. Wir können ihn verbannen. Aber es ist nur der Dieb, es ist nicht der Mörder. Ja, mein Gott, er wird schon noch seine gerechte Strafe bekommen, sobald ich das Gefängnis gebaut habe. Ja, mach mal gleich das Gefängnis. Erforschen. Was haben wir denn da? Versteckte Kinder, kleine Überlebende. Wir haben mit den Kindern im Versteck gesprochen. Sie haben erzählt, dass ihre Lehrer und einige Jäger sie eines Nachts aus Winterheim wegbrachten, um auf ein geheimes Abenteuer zu gehen. Hänsel und Gretel verliefen sich im Schnee. Die Lehrer sagten ihnen, dass sie eine Weile dort bleiben würden. Als ihnen das Essen ausging, wollten ihre Beschützer Nachschub holen und kehrten nicht zurück. Anscheinend wurden diese Kinder rechtzeitig evakuiert, bevor es in der Stadt richtig schlimm wurde. Schick die Kinder zur Stadt. Ja, alleine. Oh, 35? 35 Kinder, ey. Aber was sollen wir in der Stadt damit? Die futtern nur und können nicht arbeiten. Und hier wird's interessant. Da kriegt das Spiel nämlich seine Moralfragen her. Harte Entscheidung. Ist halt die Frage, ob wir die Kinder da sterben lassen wollen. 35 kleine Kinder. Stell dir eine Höhle vor mit 35 kleinen, heulenden Kindern ohne Essen. Die heulen nicht lange. Du bist so ein geiler Mensch. Ja, gut. Dann sitzt du tot. Okay. Du hast das gesagt. Du, hier ist das wie bei Pen and Paper. Gesagt, getan. Bei Pen Paper sage ich aber, ich tue es. Du bist hier der Berater, du sagst, was ja, wir ich bin der Berater, ich nicht die ausführende Kraft. Wir haben Selbstmord, ja. Wir haben was, Unzufriedenheit steigt an, die Hoffnung sinkt, muss innerhalb von 5 Tagen unterschrieben werden. Kriegen wir das hin? Ja. Ja, das kriegen wir hin, ne? Das ist hier in. Bau erstmal das Gefängnis. Einen Tag abgezogen. Dass wir Leute einsperren können. Genau. 30 Holz haben wir, 10 Stahl haben wir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gewärmt werden muss. Wahrscheinlich, sonst frieren die ganzen Insassen. Ja, wir können es ja hier hinten hinstellen. Ja, schon. Da irgendwo in die Ecke. Ja, da müssen halt leider auch Leute arbeiten. Ne? Das ist halt, die Londoner verlieren. Ja, die kriegen aber dafür ganz schön viel Essen. Ja, Wichser. Das stimmt. Die müssen jetzt hier dann in die Kohle rein. Ja, wir haben schon wieder kaum noch Kohle. 350. Mhm. Das ist ja echt zu wenig. Ich hätte jetzt gern 2000 oder ja, so. Ja, da kannst du noch ein paar ins Gefängnis. So, dann haben wir das. Hoffnung steigt. Können wir hier mal wieder einen Propaganda-Bericht machen? Dann Hoffnung steigt noch weiter. Das ist sehr schön. Baufähigkeiten. Hat das Gefängnis eine Fähigkeit? Das hat die Fähigkeit, eine Razzia zu machen. Londoner und Übeltäter landen hinter Gitter, die Unzufriedenheit sinkt. Ja, why not? Ja. Da sitzen nur noch 10. Dann nur noch 3. Ja. Läuft doch ganz gut. So, jetzt müssen wir nur leider gucken, dass wir... Hier können wir weniger Leute reinmachen. Wir haben eh alle hinter der schwedischen Gardinen. Die brauchen gar nicht. Das passt nicht, aber dafür können wir hier... Haben wir irgendwo noch freie Ingenieure? Da haben wir einen. Ja. Was heißt einen? Dafür haben wir 9. Also. Ach so. Ich würde die aber lieber in der Kohle lassen. Hier, ja, Krankenhaus ist doof zu evakuieren. Hier sind Ingenieure drin, Wachraum. Da könnten wir sagen, dass wir die hier reinstecken, um die Behandlung noch zu verbessern. Genau, die Sanitätsstation. Da sind nur Arbeiter drin. Wir müssen jetzt aber das nächste Gesetz, wann können wir das ausrufen? In 20 Stunden, also in etwa einem Tag. Dann ist das Amputationsgesetz, nachdem wir jetzt schon das Pflegeheim haben. Forschung wäre nicht schlecht, wenn wir da mal irgendwas machen würden. Rohstoffe, Nahrung, Heizung, verbesserte Heizkörper. Sieht auch nicht so schlecht. Ja, aber 2 Stufen, ist ganz schön. Was ist ein Speicherhaus, Wärmedämmung? Ja, das ist halt, die sind dann einfach eine Stufe höher, also Stufe wärmer ist dann wie wenn du ein Haus baust, statt einer Baracke für die anderen Gebäude. Was ist ein neuer Hausentwurf? Können da mehr Leute drin sein?
ist noch nicht freigeschaltet. Kostet 125 Holz. Aber wir kommen ja auch irgendwann Leute wieder zurück. In 2 Tagen oder so. Ja. Na gut, wir haben jetzt eh nicht genug Holz, um uns irgendwas zu leisten. Der Tag ist auch gleich wieder vorbei. Oh, was wollt ihr denn? Gefangene auf freiem Fuß. Sir, aus unserem Gefängnis wurden alle Gefangene entlassen. Die Einwohner haben Angst, wenn sie Verbrecher auf den Straßen sehen. Warum wurden die entlassen? Das weiß ich auch nicht. Weil da nicht mehr genug Leute drin waren oder so? Kann eigentlich nicht sein. Gefangene? Ja, ist ja keiner drin. Wurden ja alle entlassen. Aber warum, weiß ich nicht. Ach so, weil gerade keiner im Gefängnis nicht ist. Nicht wirklich. Da wurden die Gefangenen wurden entlassen, weil keiner mehr im Gefängnis war. Aber kann doch keiner die Türen aufmachen. Ach so, sind wahrscheinlich die anderen 3 Londoner dazu. Aber das Schöne ist, die sind zwar entkommen, ja. Aber die Londoner sind trotzdem nur 3 geblieben. Ja, ist richtig. Ich habe jetzt meinen Overdrive angemacht, weil ich hoffe, dass dadurch ein bisschen schneller die Kranken geheilt werden, weil wir haben echt zu wenig Arbeiter momentan. Siehst du, überall fehlt die Hälfte, weil die alle krank sind und da nicht arbeiten können. Über den Londoner ist der Countdown, wann die ablaufen, ne? Ja, genau. Also dann ist in 5 Tagen ist der ganze Spuk vorbei, wenn da jetzt die 3 gehen, mein Gott. Und wenn die 3 auf 0 sinken? Dann ist das Problem, glaube ich, gelöst, glaube ich. Wir werden es Ich habe es noch nie geschafft, also dass die auf 0 okay, wieder waren. Jetzt, was ist wieder da los? Fehler im System, Surf im Gefängnispolizist, man schreit aus vollem Hals gegen den Missbrauch unseres Strafsystems. Wer wird hier eingesperrt, schreit er jeden Passanten entgegen. Verbrecher oder Unschuldige, die sich trauen, ihre Meinung zu sagen. Denkt mal drüber nach. Nein! Verhaftet ihn wegen Kriminalmacherei können wir nicht, weil die... Warum? Weiß ich nicht. Weil keiner im Gefängnis arbeitet. Nee, vielleicht auch, weil wir ein Gesetz so von wegen Gewalt als Lösung oder so noch nicht haben. Es kann gut sein, dass es deswegen... Ja, die Unzufriedenheit steigt. Die ist jetzt schon relativ hoch. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ja. Ich habe aber eigentlich ja den Overdrive an. Das sollte jetzt eigentlich... Späher sind zurück in der Stadt. Puh. Also das Rohstoffe ohne Ende. Ja. Sehr gut. Schicken wir gleich wieder los. Das waren jetzt die von hier rechts, ne? Ja. Ummauerte Kolonie. Können wir zur Tesla-Stadt können wir nicht zurück, ne? Nee, ich glaube, das ist... Oh! Das ist aber... Tagebuch lesen, das ist einfach der Eintrag nochmal, ne? Achso, aber auf den grünen Pfeil, wenn wir da hingehen würden, wird es nicht nochmal? Das triggert nicht nochmal das Ding. Okay. Also, ich würde jetzt nicht mal hier hin... Noch 2 Tage, Alter. Boah. Naja, so weit weg. Ja. Wir können natürlich den Schlitten vorher erforschen, dass die schneller laufen. Na gut, wir können sie ja trotzdem schon losschicken. Also das ändert ja nichts. Ihr. So, naja, Forschung ist halt ganz gut. Was wollten wir denn jetzt bauen? Wir haben so viel Rohstoffe. Naja, wir sollten auf jeden Fall mehr Ressourcen irgendwie produzieren. Das Problem ist halt, dass wir dafür halt Optimierung und so brauchen, weil wir ja nicht mehr Leute haben. Also wir müssen ja mit den gleichen Mengen an Menschen auskommen. Das ist ja schon mal das Problem. Also eigentlich wäre sowas wie Effizienzsteigerung wären an der Stelle gut. Und wenn wir mehr Rohstoffe haben, dann ist natürlich auch gut, immer weiterzugehen in der Entwicklung. Wo hast du das gesehen mit den Erkundern? Leichter Speerschlitten? Das können wir jetzt als nächstes eigentlich machen. Bei 50% schneller ist schon eine Menge. Ja. Und wir können aber nicht forschen. Doch, können wir. Boom, zack. So, dann arbeitet mal, meine Kleinen. Dennis, Das ist gut, ja, ne? Die Unzufriedenheit steigt. Ja, aber dafür sinken die Kranken. Ja, das ist relativ ordentlich. Oh, Holz ist voll. Mach da mal was. Bau was. Tu was! Ist doch egal, kann doch voll sein. Aber, dann mach wenigstens, Können da die Leute raus... haben wir irgendwo was, wo die rein sollen? Arbeiter können da rein, da können noch Leute rein, die sind jetzt ja alle wieder gesund, dann können da die rein. Ja. Was ist denn mal mit dem Depot? Ja, brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht, ne? Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen zu viel Holz, aber wir hatten jetzt, ich sag mal, eine Stunde lang nicht zu viel. 2 Schwerkranke? Ah, zum Glück nicht. Ja, es werden langsam weniger, aber die Kohle wird auch. Können wir mal den Overdrive wieder ausmachen. Was nicht dafür sorgt, dass die schneller gesund werden. Nee, das stimmt. Ja, ja. Aber müssen wir so oder so, sonst fliegt uns das Ding um die Ohren. Ja, der war ja schon bei 3/4, also wir müssen halt aufpassen. Nur noch 2. Was ist das Ausrufezeichen da bei der 2 links? Achso, das war bei dem Gebäude. So, die Unzufriedenheit. Ja. Wir stehen geschlossen hinter unserem Anführer. Das finde ich sehr gut. So, jetzt gleich können wir das nächste Gesetz machen. Da sollten wir jetzt... Die Prosthetik. Prosthetik, genau.
Ja, das sind oh, das ist ja alles gleichzeitig, Mann. Gibt's ja nicht. Dennis, Forschung. Dennis, Gesetz. Ja, Dennis, ich weiß. Kreuzmarkierte Bäume fanden wir in flachen Gräbern. Den Leichen fehlen die meist größeren Muskeln. Einige Knochen wiesen Spuren von Schneidewerkzeugen aus. Alle essbaren Körperteile wurden entfernt. Jetzt wissen wir, was die Überlebenden bei den Frischwasserquellen vor dem Verhungern bewahrt hat. So, nehmt die Rohstoffe, also okay, wir können Bäume fällen. Das könnt ihr die ganze Zeit schon. Ja, das könnte man. Oh, jetzt muss ich zurück, jetzt ist hier niemand mehr. Da kannst du nicht gleich hier dahin? Ja, hierhin, das dauert dann jetzt länger wahrscheinlich, ne? Tagebuch lesen? Ja. 3 Tage, 15 Stunden, ne? Ich kann genau. Auch hier querbeet laufen. Das ist fast genau die... Ja, vom Haus aus war, von der Stadt aus war es auch 3 Tage. Ja. Wir haben aber den Schlitten schon. Der wurde gerade fertig. Sonst wären es jetzt wahrscheinlich 5 Tage, 4,5. Wir können die Fabrik machen. Wir können auch die Optimierung des Kohleabbaus mal machen. Erstmal die Kohleabbau, der dauert nur 9 Stunden. Ja. Dann das Prosthetikgesetz. Gesetz kannst du nämlich Gesetz, auch machen. Gesetz. Prosthetics. Genau, das bringt nämlich den Bauplan für Dingens. Und das heißt, wir müssen die Fabrik dann... Als nächstes aufbauen. So, Hoffnung steigt. Viel höher geht's kaum noch. So. Sehr schön. Ja, und deswegen macht ihr immer die Überstunden. Genau, meine Freunde, damit es vorangeht. Unglaublich, das wird diesen Leuten. Ja, diesen dreien. Ein Stück. Wir kennen sie alle. Das ist der Fritz, der Harald und der Martin. Nein, der Rudi ist das. Guck mal, der heißt Martin Rudi. Das wissen weniger. Helen und Ethel. 3 Frauen, ne? Eine ist im Gefängnis, eine ist in Behandlung in einem Pflegeheim. Also die im Gefängnis kriegt keine Prothese, die kriegt die als letztes. Das möchte ich bitte einstellen. Tut mir leid, warum sind nicht alle 3 im Pflegeheim? Weiß ich nicht. Eine Danksagung, die Hoffnung steigt leicht an, weil wir Pflegeheim und so haben. Sehr geil. Schön. Sehr, sehr schön, läuft doch. Es geht wieder aufwärts. Wir könnten auch mal ein paar mehr Häuser bauen, wir haben ja genug Ressourcen. Also daran scheitert es ja jetzt nicht. Genau. Wie lange dauert ein Häuserbau? Nicht, dass du in genau der Kälteperiode hinkommst. Nee, das dauert jetzt 2-3 Stunden. Also okay. Das ist kein Problem. Ich baue jetzt mal, wir müssen mal gucken, dass wir nicht zu viele bauen. Ich würde 4 wieder machen, dass wir noch ein bisschen Ressourcen übrig haben. Mhm. So, siehst du, die werden jetzt. Und jetzt alle voll unzufrieden. Na, das wird gleich alles total super. Dennis, Pause? Ja. Weil Forschung und so. Okay, Kohleabbau, das heißt, wir könnten jetzt in Fabrikrichtung mal gehen. Wäre ich der Meinung. Ja, dann können wir nämlich auch demnächst Automatons bauen und uns bei den wenigen Leuten. Ja, die denken, wir wollen Prothesen. Ja, Prothesen. Das Problem ist, jetzt ist gleich die 24-Stunden-Schicht vorbei. Ja. Würde ich schätzen. Natürlich. Also, naja, immerhin, ein Drittel haben wir noch ungefähr geschafft. Sehr schön. Aber in 21 Stunden, also morgen, kommen die nächsten Leute wieder an. Ah, da sieht man schon über die Zeit, wie viele gestorben sind. Sehr schön. Mhm. Achso, ja, stimmt. Sehr gut. Okay. Das Problem ist aber, Dennis, ja, was? In ein paar Stunden geht es um 30 Grad runter. Ja, das ist echt schlecht. Werdet mal schnell gesund. Ja, Leute, genau, weil, na gut, es läuft ja schon. Wir sind nur noch bei 4 nicht behandelten Kranken. 5. Gut, du hast ja recht. Wir sollten jetzt den nicht weiter nutzen, ne? Nee, aber auf Stufe 3 dann wahrscheinlich? Auf Stufe 3 gehen. Ausbreitung brauchen wir eigentlich nicht, aber den Overdrive in Stufe 3, das ist schon... Also ja. Erstmal sollten wir den Overdrive machen, weil der verbraucht nicht mehr Kohle, erhöht ja. Aber auch. Und solange halt versuchen noch Kohle anzusparen. Es ist ja nur für einen Tag genau, so kalt. Die Londoner. Aha, also jetzt wird's, ist nicht mehr so schwierig zu wissen, wer hat die Nahrung gestohlen. Es gibt noch genau ein Arschloch bei uns. Oh Mann, ich hab Schiss. Oh, jetzt wird's kalt. Okay, dann gucken wir doch mal. Dennis? Ja? Mach vielleicht doch Stufe 3 an. Ich mach jetzt erstmal den Overdrive an. Wir gucken mal, was das bringt. Ich würde aber auch Heizung anmachen. Wait. Naja, oben ja. Brauchst du auf jeden Fall Heizung. Ja, ist ja gut. Chill mal. So, dann machen wir... Okay... Achso, da brauchen wir keine, das ist der Automaton genau. Drin. Da brauchen wir. Da ist, glaube ich. Das bringt nichts, das Hopfen nochmals verloren bei Holz. Da würde ich dann die Leute rausschicken. Da ist eh keiner drin. Deswegen ist es wahrscheinlich kalt. Ja. Stahl bringt auch nichts. Naja, wir müssen jetzt ja nur den Tag überstehen erstmal. Genau, weil es kann einen Tag schon beheizen.
zwei Stufen wieder hochgeht. Genau. Mach mal die Forschung auch hoch. Wenn die schon Überstunden schichten, dann müssen sie nicht auch noch frieren. So. Weil ich habe gehört, Forschungsstation, ja, bei denen die Heizungen kaputt sind, sind scheiße. Wieso, hast du sowas schon mal erlebt? Nein, natürlich nicht. Gut für dich, gut für dich. Vor allem nicht an der Freien Universität. In Berlin. Zum Beispiel. Zum Beispiel. So, aber jetzt haben wir doch hier genug Leute ausgelagert, dann können wir doch hier die Sachen alle füllen. Propaganda kannst du... Moment. Nahrung. Propaganda ist für Hoffnung oder gegen Unzufriedenheit? Für Hoffnung. Ja, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja. Gefängnis, dann können wir da noch Leute reinpacken. Du kannst den Londoner ins Gefängnis. Den einen Londoner, ja, 10 Leute können den einen Typen piesacken jetzt. Finde ich ganz gut. Ach so, hier haben wir echt wenig Leute, ne? Hier unten, dann lieber da. Aber hier müssen wir auch noch die Heizung anmachen, damit hier überhaupt was erzeugt wird. Dann nehmen wir hier jetzt mal ein paar raus und lassen hier wieder sammeln. Dass wir einfach ein bisschen mehr Kohle ran schaffen. Genau. Dann in 3 Stunden ist der Speertrupp fertig. Ja, 2 Stunden und in 6 Stunden. Oh, alle Kranken sind. Oh. Was ist im Gefängnis? Mach mal im Gefängnis, da sind gerade alle Leute krank. Das gibt's doch überhaupt nicht, Alter. Arbeiter alle mal. Nein, hast du hier noch 2 Ingenieure. Dann kannst du gleich oben die Kranken, die Leute wieder einsammeln. Ja. Machen wir das doch. Ha, alle Londoner eingesackt. Keine Spaltung mehr. Wir sind eine Gesellschaft. Woo! So. Wir haben sie alle zurück. Ihr könnt ja jetzt aus dem Gefängnis wieder rausholen, kein Problem. Sie sind alle geläutert worden. Ja, einmal kurz abgeholt. 1 Stunde im Gefängnis gesessen. Ja. Okay, ich will nicht nach Ich will nicht mehr. Hier stinkt so das Eklige. Dunkel und kalt. Wir haben in die Ecke gepipit. Nichts kann uns trennen. Vereint! Chivo! Oh, Dennis. Achievements! Das wärmt mich von innen. Die Tragödie von Winterheim hat unsere Hoffnung zerstört. Die Angst hat die Einwohner dazu gebracht, verrückten Ideen zu folgen. Wir konnten sie nicht im eisigen Ödland sterben lassen. Wir haben getan, was nötig war, um alle zusammenzuhalten. Nämlich Leute getötet. Das stimmt nicht. Ganz viel kleine Kinder. Hoffnung. Wir haben alle kleinen Kinder getötet. So muss es sein. So, Forschung. Fabrik ist erforscht. Automaton. Genau, wir könnten jetzt die Automaton-Effizienz auf 70% erhöhen. Wir könnten dafür sorgen, dass sie weniger kosten, bevor wir welche bauen. Das ist schon nicht so schlecht. Mhm. Aber Dennis, ja? Wir müssten dann mindestens 2 bauen, dass diese Forschung sich lohnt. Dann müssen wir das machen. Wir haben genug Dampfkerne. Die kosten 1 pro Dampfkern. Also 1 Dampfkern pro Dings. Prothesen ist halt, wie viele Leute haben wir da? Für 3 Leute mache ich keine Prothesen. Nein. Also, das war dann würde ich jetzt nämlich... Was ist denn... Achso, das sehen wir noch nicht, weil es die nächste Stufe ist. Ja, wissen wir noch nicht. Mach das jetzt einfach mal. Wir werden uns so freuen darüber, wenn wir die Dinger bauen. Hast du die Fabrik auch schon gebaut? Nee, natürlich nicht. Ja, aber kannst du ja... Hab ich gerade erst erforscht. Ja. So, dann erforschen wir mal die... Sterbenden Vertriebenen in der Kolonie der Vertriebenen. Einige der Vertriebenen geben noch Lebenszeichen von sich. Sie sind in der Schlucht von... Sie könnten unterwegs sterben. Einer der Sterbenden hielt ein Tagebuch in seine Brust gedrückt. Den letzten Eintrag gelesen. Wir wurden aus Tesla City vertrieben. Da Nahrungsmittel und Treibstoff knapp werden, haben die Stärksten von uns losgeschickt, um Hilfe zu suchen. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wir befürchten, dass die armen Yankees sind, die wir begraben haben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Die Amerikaner. Wir können sie zurückbringen, da sterben sie vielleicht und da kriegen wir dann aber noch Rohstoffe, brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Wir holen die Leute. Ja, also den Vertriebenen die Vorräte stehlen ist schon ein bisschen sehr hart. Das ist sackig, aber die 35 Kinder in der Höhle sterben lassen war okay. Hey, das hast du gemacht. Ja, aber du hast gesagt, das ist da, die müssen ja nicht lange leiden. Ja, genau, weil wir sie in die Stadt zurückbringen. Ja, genau, das hast du gemeint. Propaganda. Propaganda-Style. Fabrik, so, das kostet auch einen Dampfkern, 30, Können wir machen. Hätte ich hier gleich da an die Straße gebunden. Oder an... Die kann aber ruhig irgendwo in der Kälte stehen, weil... muss nicht dauerhaft beheizt werden. Genau, die brauchen wir ja nur, müssen wir nur beheizen. Und in der Nähe des Generators macht es Sinn, mehr Wohngebäude zu haben. Genau. So, jetzt haben wir aber schön viel Kohle. Ja, genau. Ich hätte gerne noch mehr, deswegen lasse ich den Overdrive noch kurz an. Ja. Den lassen wir aber offen, damit wir sehen, wie es aussieht und es nicht vergessen. Da müssen jetzt erstmal Leute ran. Was ist jetzt hier? Überlebende erreichen die Stadt. Ja. Yeah. Guck mal, du wolltest da doch Leute reinpacken. Haben. Oh, aber es sind keine Ingenieure. Nee. Sind alle dumm. So.
Zack, rein damit. Keine Produktionsaufträge. Wir könnten jetzt einen Automaton bauen. Können wir nicht, weil wir brauchen, weil die Forschung auch noch nicht fertig ist, kostet der halt auch noch so viel. Wir können aber schon mal, könnten theoretisch... Drei Prothesen für 30. Ja, aber Stahl haben wir halt auch echt nicht viel, ne? Nee. Schwierig. Schwierige Entscheidung. Tough decision. Dann sollten wir vielleicht mal wieder Leute in Stahl reinschicken. Das wäre vielleicht eine Idee. Also ist jetzt nachts, das bringt jetzt nichts, aber... Aber die Ingenieure können wir erstmal da rausschicken, finde ich. Die können woanders besser was machen. Ja. Zum Beispiel Kohle reinfordern. Oder in den Krankenhäusern. Wobei, die Krankenhäuser brauchen wir auch gerade nicht. Die Krankenhäuser, genau, sind voll. Aber hier, Werkstatt, da müssen sie rein. Zum Forschen. Ja, nachts ist ja eh egal, ne? Ja, aber da können wir auch umdistributieren. Ja. Gut, dann machen wir die jetzt erstmal, dass die alle wieder irgendwo untergekommen sind. Packen wir die jetzt erstmal da rein. Genau. Und, müssen wir Dennis, dein Overdrive. Ja. Den machen wir aus. Oh, dann steigt warum die ist so viel Frost? Weil denen kalt ist. Warum ist denn kalt? Weil es immer noch minus 70 Grad sind. Dann mach mal hier Stufe 3 an. Stufe 3! Dauert kurz. Ja. Hat nicht geholfen. Ja, es ist halt immer noch kalt. Wir sind halt mittlerweile an einem Punkt, wo auch Stufe 3 nicht mehr das weisheitsletzter Schluss ist. Und nur noch 13 Stunden? Genau, aber es wird ja gleich wieder warm, das heißt, wir können es dann, also wärmer, wir können es also gleich wieder runterdrehen auf Stufe 2. Wir müssen definitiv mal Sicherheitskopien machen. Wie nennt man das? Depots. Sicherheitskopien, Depots. Ja, da vor allen Dingen müssen wir mehr abbauen. Also ich meine, momentan sind wir nirgendwo irgendwie voll. Wir müssen halt jetzt mal durchgängig wirklich Stahl und Holz auch wieder abbauen. Und das machen wir mit Automatons. Genau, die wir auch erst bauen können, wenn wir mehr Stahl abgebaut haben. Also, genau. Nun, es bleibt viel zu tun. Nächstes Mal geht's weiter mit Frostpunk. Wir nähern uns auf jeden Fall schon im Endgame. Und mehr Roboter-Spinnen. Genau, Spinnen mit vier Beinen, das ist klasse. Yeah, ja. Mehr davon. Ciao. Tschüss.